Jetzt sind es nur noch 8 Tage, bis es mit mir über den Atlantik nach Costa Rica geht. Reunion con Katja. Und ich bin in letzter Zeit mit einer ganz entscheidenden Frage konfrontiert. Woher nehme ich mir heraus, all das zu wissen? Ja, zum einen könnte man es ja überprüfen auf dem Wege der Vernunft. Und das ist nicht leicht, ne? Weil ja in der Vernunft alles berücksichtigt werden muss, prinzipiell, vom Gefühl bis zu allen Fakten und Tatsachen. Internikation. Das Zauberwort ist Internikation. Eine Selbstschöpfung, weil es hier noch keine richtige Bezeichnung gibt. C.G. Jung meinte Synchronizität. Doch ist es etwas anderes, nämlich nur in Verbindung mit dem Sinn, mit dem Sinn können. Wenn hat man Wichtiges vor, dann meldet sich das Universum eher zu Wort, als hat man nichts Wichtiges vor. Internikation. Wie schaut es aus in der Praxis? Mir wurde es zuteil, vielleicht, weil es ja wirklich wichtig ist, dass die Bücher des Lebens geschrieben wurden. Und im Zuge dieses Prozesses wurde ich mit Zeichen beschenkt. Im ersten Kapitel in diesem Buch Wald, der Messenger, wird diese Thematik aufgearbeitet, wie das ist mit den Zeichen. Das ganze Buch ist eigentlich mit Botschaften in Form von Zeichen und von Zufällen, ja, bespickt. Und ich wollte ja eigentlich nie, dass der Kosmos zu mir spricht. Ich hätte gedacht, ich bin paranoid. Vielleicht deshalb die Zeichen. Also Kommunikation zwischen Seiendem und Seiendem, also Mensch und Mensch, und Internikation zwischen Seiendem und Sein, also Mensch und der Welt. Der Himmel spricht, der Kosmos offenbart sich mit Zeichen und Hinweisen, oder das mag sehr individuell sein. Ja, da liegt sicherlich noch vieles im Dunkeln. Wie funktioniert das in der Praxis? Internikation. Ich befasse mich mit einem Thema, es tun sich Fragen auf, die, wie ihr seht, viele ja noch nicht beantwortet sind oder noch gar nicht gestellt wurden. Und dennoch gibt es Hinweise, Zeichen. Ich gehe zum Beispiel mit dieser Frage, mit einer entscheidenden Problematik. Katja sagt immer, es gibt keine Probleme, sondern nur Situationen. Ich gehe in dieser Situation zum Beispiel in einen Buchladen oder in eine Bibliothek, und auf einmal steht der Titel, den ich suche, da, oder ich schlage eine Seite auf und die Antwort ist gegeben. Ein zweites und ein dritter Hinweis, und ich habe den Eindruck, die ganze Bibliothek ist nur für diese eine einzige Aussage angelegt worden. Oder ein Mensch kommt mir über den Weg. Ich hatte die verrücktesten Begegnungen in genau dem Moment, nicht der Problematik, sondern der Situation. Und so fügen sich die Dinge, und so bin ich dazu gekommen, die Bücher des Lebens mit wirklichem Gehalt zu füllen, um die Riesenlücken zu schließen, die sich in unserer Zivilisation nicht nur aufgetan haben, sondern seit jeher bestehen. Internikation. Nachzulesen in meinen Opus Magnum. Erst letzte Woche hat mich die Frage geplagt, wie weit darf ich Fleisch essen? Ich esse ja, wenn, dann eher große Tiere, also eigentlich nur Schwein und Rind, weil ich mit einem Rind dann 3 Jahre auskomme, also mit einem Leben, wobei ein Huhn ja nur eine schwierige Frage. Und ich verlasse die Wohnung, erschöpft von dieser Frage, und steige 10 Kilometer hier vom Auto aus und öffne ich die Wagentür, kommt eine seltsame Figur und zitiert Sprüche aus der Bibel, Jesaja
Altes Testament, wo das Fleischessen angeprangert wird. Der mir die Bibelsprüche an den Kopf, während ich ins Restaurant gehe und er mich noch ins Restaurant verfolgt und ohne ein Wort mit ihm gesprochen zu haben, ich setze mich auf meinen Tisch, er setzt sich gegenüber auf den Tisch, Auge in Auge und schwafelt mich voll mit weiteren Bibelsprüchen, die scheinbar oder tatsächlich den Verzehr von Fleisch dämonisieren. Auch meine Katze habe ich auf diese Weise kennengelernt. Ich bin in der Früh aufgestanden und habe nach jemandem, einem literarischen Menschen gesucht, der sehr gut Spanisch kann. Und ich habe gar nicht gesucht, ich habe nur im Halbschlaf daran gedacht. Ein Traum hat mir offenbart, ich soll in Spanische die Bücher des Lebens übersetzen, setze mich an den PC und da ist eine Nachricht und das ist die Katja. Und wenn auch individuell, dann doch sind die Zeichen und die Hinweise, die Zufälle, ein häufigeres Phänomen. Ja, der profane Mensch wird sagen, das ist Beziehungswahn. Ne? Er braut sich da so seine Sachen zusammen. Ja, die Sachen sind auch zusammengebraut, letztendlich auch für euch verfügbar als die Bücher des Lebens, waren oder nicht waren. Es steht zur Verfügung und jeder kann sich seine eigene Meinung davon machen, ob es jetzt genial ist mit Hilfe des Himmels oder ob es der blanke Wahnsinn ist. Die Bücher des Lebens.